Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen Episode Minecraft Sky Bounce mit Miauz, genau. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Wir befinden uns auf unserer gemeinsamen Insel und heute gibt es wie immer sehr, 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 sehr viel zu tun. Und ich habe auch schon mal mein Kit aktiviert, das schnappe ich mir mal sofort, denn da möchte ich noch ganz kurz was Kleines ankündigen. Und zwar, es ist glaube ich die Sache, die sich gefühlt bestimmt schon jetzt 200.000 Mal gewünscht wurde von euch über die vielen Monate. Und zwar ein eigener YouTube-Kanal von Elina. Heute kommt oder ist schon oder ja, ist das erste Video online gegangen auf ihrem Kanal. Also das, es gibt schon ein Video, aber das erste richtige Video. Link dazu ist erste Zeile Videobeschreibung, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeikommt. Da kommen jetzt alle zwei Tage auch ein Video. Ich denke mal, ich bin da auch ab und zu mal dabei oder auch häufiger. Klickt da auf jeden Fall mal drauf. Abonniert, checkt das Video aus, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, und jetzt stürzen wir uns mal in das Abenteuer hier, Leute. Und zwar, wir wollen natürlich weiter im Level steigen. Das heißt, Mission Nummer 1 sind weitere Challenges. Es wurden nämlich auch gerade so irgendwie so ein super, super mega Booster aktiviert, weswegen wir jetzt doppelte Challenge XP bekommen. Also wir bekommen doppelte XP für alle Sachen aus den Herausforderungen. Und das ist ziemlich nice, weil die werden wir jetzt erstmal machen. So, ich komme zur Insel. Ich habe hier ein paar Melonenkerne. Die Frage ist, oh, das passt eigentlich ganz gut. Habe ich hier auch das passende Item? Natürlich nicht, Leute. Das heißt, wir müssen ja jetzt ganz kurz mal eine Hacke holen. Hier, da haben wir sogar eine schon bekommen. So, dann öffnen wir, beziehungsweise machen hier mal ready dieses ganze Zeug. Zack, 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 zack. Und so. Und jetzt packen wir hier die ganzen Kerne hin. Zack, 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 zack. So, hat das jetzt schon geraten? Nein, ich habe die falschen Kerne gekauft. Oh, man. Nein. Jetzt haben wir die richtigen Kerne und die ballern wir jetzt hier alle hin. So. Oh, was, uns fehlt noch einer? Okay, dann bauen wir den mal kurz ab. So, 10, jawohl. Und wir kriegen den 2,5-fachen Booster. Okay, Leute, wir schauen uns die nächste Challenge an. Da müssen wir jetzt erledigen, Kampagnen-Challenge. Sugarcane, 20 Sugarcane. Okay, ich glaube, das können wir uns ganz gut boosten, indem wir jetzt einfach so machen. So, zack, 1. Oh nein, das geht nicht mehr. Das haben sie, das, okay, vielleicht können wir ja so machen, Leute. Lass mich kurz. So, das sind 2. 3, okay, so geht's, alles klar, nice. Server überlistet. 19, 20, jawohl. So, nächste Challenge absolviert. Jetzt haben wir sogar ein Sugarcane übrig. Das heißt, wir packen das mal in die Truhe rein. So, und so, okay. Wir haben auch noch ein paar Cases, sehe ich gerade. Die wollen wir natürlich auch noch öffnen. Eine heilige oder antike Rune. Dann eine Enchantment Crate. Packen wir, oh, alle gleich. Wow, okay, da kriegen wir raus. Bottle of Enchanting, 1000 XP. Und was habe ich? Ah, okay. Annihilation 2. Okay. Und dann habe ich hier noch eine Ore Seed, aber da habe ich schon Economy Ticket, 10.000 Stars. Boom. Okay. 40.000 Stars haben wir schon. Okay. Provides Experience to be used for Enchanting. Okay, das gibt mir quasi normale Vanilla XP. Aber weil ich nicht weiß, ob ich diese Folge noch sterben werde, heben wir uns das ganz einfach mal auf. Challenge XP, das können wir definitiv benutzen. Bam. Okay, 177, sehr schön. Wir haben als nächste Herausforderung, dass wir Kaktusgrün uns besorgen müssen. Aber bevor wir weiter mit der Kampagne machen, habe ich noch etwas ganz Besonderes vor. Ich habe nämlich zwei Items. Es war einen Superstorm Generator, der erzeugt einen Supersturm in der Warzone, das quasi alle Truhen mit extra nicem OP-Stuff füllt. Und einen quasi Orb der Unsterblichkeit. Also das macht mich unsterblich. Deswegen folgender Plan. Das erzeugt aber, glaube ich, auch Items bei mir. 8 Stück. Das heißt, okay, ich aktiviere hier bei mir jetzt den Generator. Genau. Pack dann alles in die Truhe hier rein. Ja. Nehme dann meinen Unsterblichkeits-Orb und gehe dann in die Warzone und versuche da noch so viel wie möglich aus den ganzen Kisten rauszuholen. Bin echt mal gespannt, Leute, was wir da so cool, das habe ich noch nie gemacht. Was wir da so cooles rausbekommen, Lina. Es wäre eigentlich clever, wenn du auch mitgehst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie. Oh! Frosty Chart. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir aktivieren einfach mal, Leute. Superstorm Generator. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Let's go! Okay, so, er wurde aktiviert. So, jetzt geht ein Countdown. 3, 2, okay. Jetzt muss ich hier einfach klicken. Ich klicke einfach mal und hole mir einfach meine Items ab. Okay, was haben wir bekommen? Item XP Booster. Okay, ich habe einige Items bekommen. Ich habe eine Menge Items bekommen. Lass mal checken. Magenta Ton, ein XP Booster. Ein, nochmal ein XP Booster. Verschiedene Zauber. Okay, waren jetzt nicht so geile Items, muss ich ehrlich sagen. Okay. So, Unsterblichkeits-Orb ist aktiviert. So, jetzt gehen wir zum Spawn. Zack, und jetzt in die Warzone, Leute. Let's go. Warzone. Wo sind die Truhen? Hier ist eine Truhe.
Jawohl, und die ist voll, Leute. Ich würde sagen, wir looten erstmal so. Darkness? Was ist Darkness? Sollte ich das berühren? Ein mysteriöses Item steht hier. Hey, was kann ich damit machen, Leute? Kennt ihr das? Darkness, okay. Ich weiß nicht, was ich da... Rocker ist mega selten und ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen bitter. Hier ist noch eine Truhe. Oh, Leute, jawohl. Wir looten erstmal richtig fett hier. So, wo sind die nächsten Truhen, wir brauchen? Hier ist... Ach, hier ist Light. Das ist locker irgendein Event, oder? Aber ich weiß nicht genau. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das da... Was es mit auf sich hat mit diesen mysteriösen Items da. So, wir checken jetzt erstmal weiter nach Truhen aus, Leute. Ein bisschen Loot haben wir schon bekommen. Da vorne ist noch eine Truhe. Let's go. Wenn mich nicht alles täuscht, war es doch so, dass man zuerst eine Challenge dafür absolvieren muss. Das Santa, was kann der denn? Event Special. Okay, das ist für Events. Anscheinend gibt es hier gerade kein Santa. Will you help me? Oh, es gibt eine Holiday Challenge, Elina. Oh. Okay, wartet. Und zwar, er sagt, dass vielleicht die Ferien auf Skybones in Gefahr sind. Und zwar alle Rentiere und alle Elfen wurden in Kohle verwandelt. Wirst du helfen, sie zu retten? Und die Weihnachtsferien, okay, die sind zwar schon ein bisschen rum, aber sie zu retten. Ich würde sagen, okay, let's go, wir machen das mal. Das ist ja mega cool, das habe ich jetzt zufällig entdeckt. Okay, alles klar. Was haben wir denn Schönes, was wir jetzt hier machen müssen? You've started the Holiday 2017 Challenge. Das heißt, wir haben die Herausforderung für die 2017. Okay, dunkle Kräfte. Okay, wir müssen die Dark Essence nehmen und sie zu dem Zauberer bringen, der sie quasi, der damit irgendwas macht. Da müssen wir gucken, was er damit macht. Das ist diese Dark Essence, die wir hier bekommen haben. Okay, zum Magier. Wo ist denn, ist das vielleicht einfach der Magier, der hier so einen Shop hat? The Wizard. Hier haben wir den Wizard. Den quatschen wir mal an. Okay, wir müssen die Welt retten, heißt es jetzt. Okay. Niemand hat seine Warnungen für ernst genommen. Alle haben ihn ignoriert. Aber wir müssen jetzt die Welt retten. Okay, wir müssen dafür diesem Zauberer müssen wir verschiedene Sachen bringen. Und zwar eine ganz schöne Menge Sachen. Lingering Dispels, Orb of Immunity. Okay, 64 Magnet-Spells. Das sind diese netten Dinger hier. Wie viel habe ich denn davon? Elina, es kann sein, dass du mal... Ich habe nicht genug. Hol mal deine Kids. Wir brauchen Magnet-Spells. Ja, dein Kit Number One musst du dafür holen. Okay, das könnte tatsächlich... Ah, warte, ich habe hier, glaube ich, noch einige drin. Oh, okay, wir haben 25. Wir brauchen aber 64. Okay, ich check nochmal meine Truhen aus. Vielleicht haben wir da zufällig ein bisschen Magnet-Items drin. Erschaffe Schaf. Manno, erschaffe noch ganz viel mehr Tiere. Okay, dann... Ach, das waren diese ganzen Truhen, die ich nicht... Okay, Mann, jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen Magnet-Spells. Okay, wir haben noch ein Orb of Immunity. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen von den Magnet-Spells. Ich glaube, Elina, die kann man aber auch kaufen. Bin mir da aber nicht 100% sicher. Aber, was ich mich gerade viel mehr frage, ist, wir brauchen 5 Lingering Dispels. Das sind Zauber. Aber Lingering habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe hier Dispel, dann habe ich hier Flashy, Bad Bomb. Leute, es wurde eine Warzone Kill Challenge aktiviert. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und da gibt es keine Garantie für, werden dafür alle Verzauberungen deaktiviert. Okay, ich würde sagen, Elina, wir pausieren erstmal die Weihnachtsmann-Challenge. Und okay. Ich packe mal alles. Hast du Holz gekauft? Mach mal bitte ein paar Truhen hier. Ja, okay, mach ich. Haben wir alles vor. Wie du das jetzt hier als deine? Ja. Ja, du hast deine aufgemacht. Mach mal ein paar Truhen hier bitte, Dina. Ja, die Kill-Challenge hat schon begonnen. Wir haben hier doch keine Zeit. Oh, gegen Scorpion. Oder ist das doch der gleiche? Nee, der hat aber keine Partikel. Nein, ist das nicht der gleiche? Oh, Leute, den schnapp ich mir. So, da ist noch ein anderer. Da ist er. Oh, da ist noch einer. Die sind zu zweit. Okay, nein, der ist unsterblich. Habe ich ihn gekillt? Nee, da ist er. Okay. Oh, okay, wir führen deutlich. Okay, das wird easy. Ich esse ein Gold dafür, sicher. So, okay. Und zwei Herzen. Und wir haben ihn gekillt. Jawollo. Okay, der hat diesen Unsterblichkeits-Orb. Das heißt, er kann uns nicht angreifen. Wir ihn auch nicht. Okay, wir haben einen gekillt. Oh, jetzt noch. Oh, der hat, oh, die haben alle diese Unsterblichkeit. Was? Das sind ja richtige... Oh, da ist noch einer. Oh, bleib still, mein Guter. Hey. Oh, die Unsterblichkeit von ihm ist weg. Jetzt kann er mich angreifen. So eine Sau, der hat darauf gegeiert. Ja, aber nicht mit mir, mein Lieber, nicht mit mir. Den holen wir uns. So, er hat noch 6. Oh, das wird ein knapper Kampf. Yeah, ich hab ihn.
Der hat einen Verzauberungstisch. Elina, das ist mega. Den können wir eigentlich normal noch gar nicht haben, weil der muss erst die Challenge schaffen. Jo, das war mega, der. Das war aber ein knapper Kampf, wer der hat. Jo, ich denke mal, dass wenn wir eine gute Platzierung in der Challenge bekommen mit vielen Kills, dass man dann noch Belohnung bekommt, denke ich mal ganz stark. Ich habe offensichtlich keinen Preis bekommen, zumindest wüsste ich nicht wo. Oh, das ist, aber wir haben echt ein paar nice Kills gemacht, ziemlich viel Stuff gelootet. In den Challenges haben wir viel geschafft. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Like-Button flanken nicht vergessen. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, immer up-to-date bleiben wollt. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.